they came on a devil's game, and gosh, they paid the price. Paid the price. See, in the Aufnahme, die Frames anzeigen. They're fighting for their lives on a mission fraught with dread. And if they proceed but don't succeed, well, the devil will take their heads. They will take their heads. Badababow! Und damit, hallo liebes Publikum und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt hier auf dem Kanal zusammen mit dem Captain. Aus der Kanchos Corner. So sieht's aus und zwar spielen wir nichts anderes als ein Spiel, was wir öfter angeteased haben. Es ist nicht Dead Rising 3, als ob wir das je spielen werden. Nein, es ist nämlich ein anderes Spiel, was wir schon viel früher angesagt haben, nämlich Cuphead. Und das kann lange dauern. Das wird... Wir werden nie fertig. Also mal schauen, ob wir dieses Spiel überhaupt durchkriegen. Denn der Captain ist, glaube ich, nicht ganz so gut in Shoot'em-ups. Kein bisschen. Ich habe absolut... Ja, sag erst mal zu Ende. Keine Ahnung, was mich hier erwartet. Und ich habe ewig keine Shoot'em-ups mehr gespielt. Cuphead habe ich nur ein komplettes Let's Play von Markiplier gesehen. Und das war's. Also ich weiß ein bisschen, was auf uns zukommt. Der Captain, glaube ich, gar nicht, oder? Ich weiß nur ein paar, aber halt nur so aus Reviews oder so, oder vom Hörensehen sagen. Genau, deswegen wird das jetzt sehr interessant werden. Das wird so spannend. Schauen wir doch einfach mal. Ich glaube, ich verliere meine Flüssigkeit. Witzig! Was? Wie in Final Fantasy 7 sieht das aus. Echt? Ja! Ja, 7 habe ich nie gespielt. Entschuldigung? Nein. Ja. Cool. Schon besser. Okay. V-Sync on. Was haben wir damit off? Holy shit. Da ist es gerade auf über 1000 FPS angestiegen. Die brauchen wir nicht. Nee. So, das Overscan, sonst was brauchen wir nicht. Ja, ich denke, lassen wir einfach. Ja, einfach komm, wir rattlen jetzt hier los. Start, neues Spiel. Alles klar. Richtig dynamisch, voll reingesprungen. Und mal Date 1. Oh. Cuphead, don't deal with the devil. Once upon a time, in a magical place called Inkwell Isle, there were two brothers named Cuphead and Mugman. They lived without a care under the watchful eye of the wise elder Kettle. Mr. Kettle, man. One day, the two boys were not far from home, and, despite the elder Kettle's many warnings, ended up on the wrong side of the tracks and entered the devil's casino. Ooh. Casino. Yeah. Inside, Cuphead and Mugman soon found themselves on a winning streak at the craps table. Hot dog! Exclaimed King Dice, the casino's sleazy manager. These fellas can lose! Nice run, boys! Laughed the newcomer. The brothers gasped. It was the casino's owner, the devil himself. Now, how about we raise the stakes? He suggested with a toothy grin. Und hat noch ein paar Rindfleischstücke draufgepackt. Win one more roll and all the loot in my casino is yours. The devil boomed. But if you lose, I'll have your souls. Deal? Cuphead, blinded by easy riches, nodded and grabbed the dice for a throw. Good gosh, Cuphead, no, cried Mugman, for he understood the danger. But it was too late. Snake eyes! laughed the devil, while slamming the floor. You lose! The brothers trembled in fear as he loomed over them. Now about those souls. The brothers pleaded for their very life. There must be another way to repay you, Mugman stammered. Yes, please, mister, Cuphead added. Would you like to wrestle? perhaps there is, the devil snickered, pulling out a parchment. I have here a list of my runaway debtors. Debtors? Collect their souls for me and I just might pardon you two mugs. Now get going, the devil roared, kicking the boys out most rudely. You have till midnight tomorrow to collect every one of the souls, otherwise I'll be the one collecting yours. Cuphead and Mugman were terribly frightened and ran away as fast as they could. Come on, Mug, panted Cuphead. We have to find the elder Kettle. He know what to do. Heal. Wie auch immer.
Hell! Hell knows what to do! Ask the devil! Okay, jetzt sieht das mit der Capture wieder ein bisschen laut aus. Ja, aber... Okay, was läuft schon wieder nicht? Die Audioaufnahme hat ein bisschen hinterhergehangen. Verstehe. Also es hätte im Endeffekt dann ziemliche Probleme damit gegeben. Das hatte ich nämlich schon mal. Und da hätte ich immer wieder ganz viel schneiden müssen und da wüsste ich nicht, ob da was verloren geht. Okay. Jetzt sollte es aber eigentlich gehen. What a fine pickle you boys have gotten yourself into. I know you don't want to be pawns of the devil. But if you refuse, I can't bear to imagine your fates. You must play along for now, collect those contracts, and you'd best be ready for some nasty business. Your Deborah friends won't be very friendly once you confront them. In fact, they'll transform into terrible beasts. Take this potion so yet they won't hang you out to dry. It will give you the most remarkable magic abilities. Now go to my writing desk and use the mystical inkwell there. You need to prepare yourself for a scrap. Tutorial. Oh, unbedingt. Kommst du irgendwie rein? Ach, ich hab... Oh! Player 2 has joined. Hey, Bravo! Okay, A für Jump, das ist eigentlich klar. Wenn du willst, können wir uns auch irgendwie so ein bisschen das Spiel ummappen und sowas alles, weil... Ummappen? Weil Dash auf Y weiß ich nicht, ob das so praktikabel ist, um ehrlich zu sein. Ich weiß ja nicht, was hier sonst noch so kommt. Also mit X auf jeden Fall schießt. Das ist in Ordnung. Mit RB bleibst du an der Stelle stehen und kannst dann schießen. Können wir noch springen. Zack, 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 zack. Ah, genau. Moment. Wenn du springst und dann nochmal A drückst, dann machst du so einen Parry-Move. Ah, man muss vom linken aus... Achso, man muss in dem Moment muss man den Knopf drücken. Genau. Und wenn einer von uns beiden stirbt, ja, kann man ihn mit einem Parry wiederholen. Okay. Und er kommt dann wieder mit einem HP. Ach ja, übrigens, wir können ja erstmal so ein bisschen über das Spiel reden, ne? Ja, ich meine, jeder kennt's, also, oder? Also, ja, im Grunde schon, aber Cuphead ist halt... Du hast gerade einen Special-Move gemacht mit B. Okay. Mhm. Cuphead ist halt ein Spiel, das war irgendwie Ewigkeiten in irgendwie gefühlt in Bearbeitung quasi, also in der Erstellung. Und viele Leute haben sich halt sehr darauf gefreut, weil das ist so 30er Jahre Cartoons oder so. Ja, kommt hin. Und der Stil ist halt einfach großartig. Also es ist definitiv ein sehr gut stilisiertes Spiel. Okay, ja. Das war interessant. Sehr. Aber es ist auch ein sehr schweres Spiel, deswegen war es immer so irgendwo geliebt, aber auch irgendwo so ein bisschen nicht ganz so geliebt. Also, ja. Und so wird sich das ganze Spiel auch spielen. Also die ganzen Effekte, die hier drüber liegen, so, also diese ganze Gekrissel und so, das soll so. Das gehört dazu. So. Hey, Fettos, looks like you're in for it now, eh? Well, I used to be the same way, always getting into trouble, running, jumping, shooting, but now I prefer just strolling around and going to the pictures. But hey, let me give you a hand, take this. Whoa, oh yeah! Pac-Mans! Sehr gut. Pac-Mans. 3 goldene Coins. So, das erste, was wir machen können, ist dann direkt in den Shop und erstmal Geld ausgeben. Nice! Pork Rinds Emporium. Welcome! What are you buying? What are you selling? Achso, die können auch was kaufen hier. Ja, also für uns beide ist das so separat. Also ein extra Hitpoint wäre gut, aber das schwächt unsere Angriffe. Am besten ist eigentlich der Chaser. Long Range with below average damage, aber no aiming. Also du musst dann nicht selbst zielen. Das geht automatisch auf die Gegner. Okay. Aber wir könnten auch den hier gut gebrauchen. Das ist ein Spreadshot. Wie lange behält man das denn, bis man stirbt? Nee, man behält das dauerhaft. Man kann es aber also man hat so ein Sheet, auf dem man das einstellen kann, quasi. Aha. Beziehungsweise du kannst auch im Spiel dann zwischen zwei Sachen hin und her switchen. Stehe. Zwischen zwei Angriffstechniken, die normalen oder die du einstellst generell. Wollen wir machen, dass einer Spreadshot hat, der hat eine sehr geringe Range. Mhm.
aber macht dafür mega viel Schaden, weil du halt ganz viele Schüsse hast. Und einer nimmt den Chaser, damit er nicht, also einer geht halt quasi immer nah ran. Ja. Und der andere bleibt hinten, aber trifft dafür immer so Kleinigkeiten und sowas alles. Okay. Das habe ich mir so ein bisschen gedacht, dass das vielleicht so eine relativ gute Strategie für uns wäre. Okay, okay. Was denkst du dir, wer sollte was machen? Ich weiß nicht, bist du gut im Ausweichen und sowas alles und im nah dran sein, oder? Gut in gar nichts. Ja, dann nimm lieber den Chaser. Okay. Nicht nämlich Spreadshot. Ja, und den Rest können wir uns nicht mehr leisten, weil wir keine Münzen mehr haben. Nice. Goodbye. Ja, und im Endeffekt ist es ein Shoot-and-Up-Spiel. Das sollte man vielleicht auch dazu sagen. Und ich habe vergessen, den Timer zu stellen. Na gut. Gut, wir sind eh in der ersten Folge. You got new purchases if you want to use them. Look at your equip card, you bums. Drücke mal den Y-Knopf dafür. Derzeit. Ah ja, das ist also dieser sogenannte... Genau, Shot B, da kann man es jetzt einstellen. So, und E heißt Equipped. Super, haben wir noch nicht und einen Charme haben wir jetzt auch noch nicht. Okay. Und hier ist die Contract List, also wir haben 4 Welten, in denen wir dann jeweils die Verträge holen müssen. Okay. Hast du dir eingestellt deinen Shot? Ich habe den Shot... Achso, man kann... Warte, zurück. Kannst du B drücken? Nee. Gut, dann mache ich erstmal Confirm. Ah, nee. So. Und dann, ja. Genau. Weil ich habe den Shot A jetzt quasi überschrieben. Das wäre natürlich Unfug, das zu tun. Ja. Einfach B? Gut. Ja. Genau. So. Ich würde sagen, wir würden hier anfangen. Okay. Forest Follies, Run and Gun Level. Also laufen, schießen. Ja. Und dann gucken wir mal, wie wir uns hier schlagen. Genau, mit LB kann man den Schuss ändern. Genau, und jetzt müssen wir einfach bis zum Ziel kommen. Und dann mal schauen, wie wir uns so machen. Uiuiui. Ist ja nur einen Knopf drücken, ist ja voll einfach. Das schaffen wir heute noch durch. Ich wollte gerade sagen, immer schön auf hinten achten und alles. Wow, und oben. Und oben. Schon hier unten auch noch. Dun, 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 dun. Eieiei. Genau, und so eine rosanen Gegner, die kann man immer mit einem Parry... Also die hier, die da zum Beispiel, kann man damit treffen. Und damit kriegt man auch ein bisschen Höhe dazu. Das werden wir gleich brauchen. So, Vorsicht, da kommt was von oben. Was heißt es von hinten? So, jawoll. Vorsicht, die Eichel. Ach, der Dash. Gut, dass du gesagt hast. Ich hätte jetzt auch den Sprung einfach so versucht. So, komm schon, Pilz. Weg mit dir. Aua! Parry, parry me. Danke. Wie war nochmal Special mit B? Okay. Wow. Wow, wow, wow. Ich bin tot. Danke. Wow, oh, ich bin tot. Da oben komme ich nicht ran. Oh. So long. Tja, jetzt habe ich irgendwie die Zeit, mir mal alles ein bisschen anzugucken hier. Das ist natürlich, Der kommt gleich nochmal. Insgesamt genau. Ziemlich hübsch geworden hier. Also ja. Auch sehr authentisch. Ja, auf jeden Fall. Diese. Ah, oh, shit. Was sind das? Filzmarker dahinter? Komm, es wäre fast erster Try gewesen. Naja, kann man ja mal. Wir haben das Tutorial im ersten Try geschafft. Man muss sich erstmal einspielen. So. Darauf schieben wir es jetzt einfach mal. Genau. Man muss immer erst. Wow, Also wie gesagt, wir spielen es beide zum ersten Mal. Also in den Kommentaren bitte nicht zu... Nein, macht uns richtig fertig. Ich will sehen, wie ja, okay, tief alles klar. Und wir wollen weinen. Die menschliche Seele werden kann. Wir wollen weinen. Ne, das nur nicht. Weil Engel weinen, Engel leiden. Oder so. Engel weinen einsam, du und ich gemeinsam. Genau. Puck. Zwar lebensgefährlich, aber ich hab's gemeistert. Da ist aber ziemliches Bild-Tearing oben, ne? Ja, das ist mir auch schon aufgefallen. Parry Persistence. Vielleicht sollte ich doch das V-Sync umschalten oder so. Willst du das ausmachen? Wir werden sterben, indem wir... Hol mich! Da bin ich nicht rangekommen. Oh, no. Sorry. Das habe ich voll nicht für voll genommen. Naja, so ist manchmal das Leben. Schasch. So. Die Figuren sind aber auch gerade recht hübsch.
Und alles ist halt lebendig irgendwie. Ja, ne? Alles wackelt und wuckelt aus natürlich die Hintergrund, aber das muss so. Das ist. Aber das ist ja. Das ist halt to be that way. Ja. Ist halt der Stil damals auch gewesen. Ja, ja. Es hat sich immer alles bewegt. Alles war lebendig, alles ist ständig in Bewegung gewesen. Oh Gott. Okay, passt. Aber natürlich immer nur in so einem 3-Frame-Loop. Ja. Aber das ist ja okay. So, second try. Nice. Ich bin nicht dabei. Siehst du, hättest du dir gedacht, dass das so einfach wird, das Spiel. Der Wahnsinn. Wir haben keinen Harry Potter-Bonus bekommen. Ja, nee, weil du ja deine HP alle aufgebraucht hast. Na gut. So, und das habe ich halt gemacht, damit wir jetzt erstmal die Münzen bekommen, damit wir uns noch mehr Zeug leisten können. So, ich guck mal kurz, ob das eventuell, wenn ich das offschalte. Na gut, der Fernseher zeigt nicht viel mehr an. Nee. Haben wir überhaupt genug? Wie viel haben wir jetzt bekommen? Ich habe nicht aufgepasst. Fünf? Ja. Die Run and Gun Level haben immer 5 Münzen. Da können wir ja schon wieder richtig viel. Ja, eben. Smoke Bomb. Will not take damage during a dash. Great Defense Manöver. Wäre eigentlich cool, ja. Oh, extra Hitpoint ist eigentlich auch ganz gut. Ja, eigentlich ist das. Ich glaube, das ist erstmal das Sinnvollste, was wir haben können. Was ist das? Automatic Parry. Da musst du nur springen und der pariert den ersten komplett automatisch. Hm. Aber gut, wir können uns eh nichts mehr leisten. Wenn wir die Level nochmal spielen, können wir dann wieder Punkte kriegen. Wahrscheinlich nicht mehr. So könntest du ja, das ist ja relativ einfach gewesen. Aber was ist das jetzt? Achso, das ist ein Charm, ja? Genau. Okay, hard. Aber der macht halt, dass wir auch weniger Schaden machen. Das ist jetzt so, wir machen jetzt ein bisschen weniger Damage. Das heißt, du machst jetzt weniger Damage durch deinen Schuss und durch den Charm. Ich mach quasi null Damage, aber ich bin da und, und heitere... The Root Pack in Botanic Panic. Ach, du liebe Zeit. Regular, würde ich sagen. Ja, klar. Was auch immer jetzt passiert, aber ja, ist jetzt so quasi so einer von diesen Bossen. Ja. Oh. Vorsicht, Mutter Kartoffel weiß alles. Oh. Oh, da hätte man parryen können. Ja. Ah. Jawoll. So, jetzt kommt die Zwiebel in der Mitte. Oh. Ja, die ersten paar Sachen habe ich so oft gesehen schon. Okay. Vorsicht, die Tränen. Eieiei. Aber natürlich, eine weinende Zwiebel, was auch sonst. Autsch. Ich kann mir nichts... Aber wir sind Tassen, wir fangen nur die Tränen auf. Ich verstehe die Welt nicht. Au. Aua. Hol mich. Thank you. Hol du, ja. Und alles ist Acme. Oh, die sieht so irre aus. Da brauche ich im Grunde nur hier stehen und ab und zu mal mein Special machen. Oh, nee. Oh, die hat 3 Augen. Jede vernünftige Karotte. Natürlich, weil Karotten machen die Augen besser. Ja. So steht es geschrieben. Typische Cartoon, wenn es sich bewegt, dann ist es irgendwie, ja, irgendwie kräftiger von den Farben her als der, ja, Hintergrund und weiß immer sofort, dass irgendwas passiert, mhm, damit in einem Cartoon, wenn es sich so hervorhebt. Stimmt, der Rest ist irgendwie ziemlich gesättigt. Ja, aber hinten der Reifen ist natürlich, der steht wieder hervor. Das ist halt irgendwie... Na komm, du bist doch gleich besiegt. Weil da ja andere Farben wahrscheinlich benutzt wurden. Jawoll! First try! Nice. Gut, ich wäre schon wieder dabei, aber hey. Ich glaube, das ist der Trick. Wobei, du wärst gestorben. Ja, ja, eben. Also, ich glaube, es liegt wirklich einfach daran, dass ich weiß, was die Bosse so machen. Hm. Aber, oder auf jeden Fall die ersten Bosse, sagen wir es so. Weil ich die ersten paar habe ich wirklich so oft gesehen. Also, die beiden Level kenne ich halt quasi auswendig schon. Okay. Also, daran lag es jetzt, glaube ich. Schauen wir einfach mal, wie es jetzt weitergehen wird. Ja. Aber war das jetzt ein Contractor oder? Yep. Ah ja. Tada! Soul Contract The Root Pack, Devil's Office. Total verrückt. Also wir müssen jetzt immer die Bosse machen, damit wir an die Soul Contracts kommen. Und was ist mit ihm hier? Harumph! I'll be a monkey's uncle if I'm putting my moolah in the bank. For all I know, the devil probably controls the place too. They'll never get a hold of my gold if I spread it all around. And if some
Joe happens to find a coin or two, good for him. That's what I say, harumph. Also er ist derjenige, dessen Geld wir die ganze Zeit einsammeln und bei Pork Rind ausgeben. Woo, haben wir eigentlich jetzt? Ne, haben wir nicht, ich seh's schon. Clip Joint Calamity. Ribby and Croaks. Das sind die Frösche, oder? Würde ich ja... Sind sie nicht in einem Casino? Aber Ribby? Ja, ja. Und Croak? Klingt ja, es, wie, ja, doch, ja. Das ist so ein Casino-Schiff. Alles klar, das sind die also habe ich schon ein paar Mal gesehen. Ja, ne? Oh Gott, sie haben fliegende Dinger. Ich weiß gar nicht, wo mir der Fliegedinger. Sinn einfach steht. Kaputt machen. Oh, da kam Fäuste. Ja, siehst du, das hatte ich schon nicht mehr im Kopf. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ich kann auch bei Mega Man den Yellow Devil nicht. Einfach weil das irgendwie. Ich weiß auch nicht, ich krieg das einfach nicht hin. Der Yellow Devil. Da stecke ich nicht drin. Ja. Ich bin auch voll abgelenkt von den Tänzerinnen unten, da hinten. Mitte, oben, Mitte, unten. Oben, Mitte. Holen. Danke. So, gleich müssen wir Phase 1 geschafft haben. Alter, das macht ja wirklich anscheinend sehr viel aus. Okay, das war Phase 1. Jetzt kommt er von beiden Seiten. Wir können quasi auf beiden Seiten... The shit? Danke. Wow, wow. Ach, er macht Luft, damit wir zu ihm kommen. Scheiße, hol mich. Tutu! Aua, hol mich! Boah, das war knapp, du. Ich weiß nicht, was abgeht. Ich mach meine Specials. Ach ja, wir haben noch Specials. Oh, hol mich, hol uns. Hab ich, hab dich geholt. Ja. Oh! Ja, gut, das habe ich zu spät bekommen. Ja. Über die Hälfte. Gut, wir sind doch in der ersten Welt, aber, ne? Ja, aber, meine. Retry. Es könnte schlimmer laufen. Das ist nicht wahr. Oh, scheiße. Das war so unnütz, dass ich in den reingesprungen bin. Ich kann Richtung unten. Mitte, oben. Mitte. Kriegt man eigentlich, wenn man sowas parry, kriegt man da oben scheiße. Lebensenergie wieder? Man kriegt Special dazu. Special dazu. Ist auch okay. Man sollte nur aufpassen, was man tut. Und es ist halt gut für den Rank am Ende, aber ich weiß nicht, ob wir auch wirklich... Wir wollen jetzt nicht überall... Um Himmels Willen bloß nicht, hol mich! A-Plus holen oder so. Da hätte ich parryen können. Oh, ah. Okay. Oh, eieiei. Und wir machen den halt immer Damage, wenn sie und so am Blinken sind. Da bin ich von dannen geflogen. Ich hab dich gar nicht gesehen gerade. Nee, das war alles auch absolut... verwummt. Und ich weiß auch nicht, was er da... Aua. Was er überhaupt da aus sich herausholt. Das ja, sieht aus wie UFOs. Kennst du diese... Nicht... Ja, ja, diese Brause-UFOs. Ja, genau, die Brause-UFOs. Da erinnert mich das. Also, dieser Shot hier, ne? Long Range. Ja. Nicht so optimal? Nee, meine Frage ist... Dieses Low Average Damage, wirkt sich das auch auf meinen anderen Schuss aus? Ach, was ich jetzt eingesammelt habe da, den Shot, oder wie? Nee, meiner jetzt hier. Steht da. Achso, dass der ein bisschen weniger wird? Hat keine Auswirkung auf Shot A. Achso, ja. Also Shot A ist bei dir ein bisschen stärker, aber dafür musst du halt selbst zielen. Ja, ja, gut, klar, das wollte ich bloß wissen. Okay, ja. Nee, ich habe den Schaden weggenommen, damit ich vielleicht ein bisschen mehr Schaden mache. Ah ja. Weil ich schon irgendwie das Gefühl habe, dass das sehr viel ausmacht. Na, mal bitte. Okay, er fängt mit den Fäusten an. Unten, Mitte, oben, Mitte. Unten. Ducken. Oben. Genau. Genau, ich stehe einfach nah und du hältst mir die Biester vom Leib. Genau. Okay, Fäuste. Unten. Wow. Ducken. Ah, scheiße. Spring, ja. Gucken. Spring. Uiuiui. Jawohl. Mit ein bisschen Absprache geht das doch. Okay, Phase 1 geschafft.
Das ging meiner Meinung nach jetzt ein Stück schneller. Nein, ach, ach Gott. Schlechtes Timing. Kann man einen vorher dem anderen besiegen? Nee, die sind gleichzeitig. Okay. Also hat auch jeder quasi keine eigenständige Specials. Hitbox, sondern... Doch, die haben beide, also, ja, es zählt in die gleiche HP-Leiste quasi. Okay, das wollte ich wissen. Hol mich! Yeah, nice! Da bin ich wieder! Wow. Power! Wow. Hol mich! Wow. Jetzt kommt natürlich der Wind. Aha, schade. Ah, gucke, ich glaube, es macht doch einiges aus. Ja. Und wir wären jetzt in Phase 3 gewesen, da oben, da sieht man, wie sie dann aussehen. Hey, das ist gerade mal der zweite Boss. Das machen wir heute alles noch fertig. Heute? Also den Boss hier meinst du? Ich dachte jetzt, du meinst das Spiel. Vielleicht. Okay. Duck. Und Sprung. Stark. Au! Was mache ich denn? Weiß nicht. Offenbar in falschen Situationen springen. So, Phase 2. So, der rechts macht sich jetzt wieder zum Ventilator. Venti, 20. Wenn ich mein Special mache, wird es natürlich ein bisschen unübersichtlich, weil da dann diese riesigen roten Teile fliegen. Oh, Phase 3. Okay, was machen Sie? Der rollt jetzt. Oh. Und das passiert. Jetzt müssen wir den Arm ab und zu parryen. Und die Münzen können wir offenbar... Parry mich! Danke. Und parry das Ding bitte. Parry mich! Hab ich versucht. Ah, Matthew Perry. Okay. Mist. Ah, da war das Feuer unten. Ah, die Phase. Jawohl, aber wir geben nicht auf. Niemals. Kennt man uns anders? Was soll das jetzt heißen? Ey, wir haben bei Dead Rising, hallo, wie wir da beigeblieben sind. Das stimmt allerdings wirklich. Trotz zehnfacher Wiederholung einiger Sachen. Hui! Oh Mann! Duck. Hui! Soll ich dir wieder Hand sagen, wenn du dich zu ducken sollst? Nee, ist okay. Ich krieg das, glaube ich, so besser hin, als wenn jemand Befehle gibt. Das sind keine Befehle, das sind lediglich Hinweise. Ja, das ist ja noch schlimmer. Okay, Phase 2. Der rollt auch so langsam. Steht. Wow, dann legt er einen trotzdem rein, so ein Dreckskerl. Wow. So, komm schon. Friss! Ey, was passiert hier? Hol mich! Oh, zu spät. Verdammt. Naja. Noch sind wir Freunde. Aua. Phase 3. Bui. Okay, na dann schauen wir doch mal. Ding, 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 Echsenmenschen! Snack-Eis! Ach, Mann! Snack-Eis. Ein leckeres Snack-Eis. Ach, Mann. Woo! Ei, ich hab mir auch gepasst. Ich hab wieder auf die Frau im Hintergrund geguckt. Welche Frau? Die da vorne rechts sitzt. Okay. Die guckt dich so mit großen Augen an. Ja. Hallo. Oh, jetzt kommt dann wieder die Geschichte hier. Unten? Ducken, 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 trippeln, unten springen. Nochmal unten einer, man weiß es nicht. Jawohl, und jetzt wieder weiter geht's. Randa. Oh, jawohl. Miranda. Phase 2. Immer auf die Frösche. Auf die Frische! Yeah! Immer mitten auf die Frische rein. La. Ach Mann, der dritte kriegt mich immer. Verdammte Fronken-Fuhus. Nee, Eisberg-Uhus. Mann, auch noch!
Das ist alles ganz schön viel. Ah ja, genau. Das ist alles ganz schön viel. Ich glaube, das hält mein Herz nicht aus. Und wir sind gerade bei der ersten Folge. Nice, oder? Das wird ein lustiges Projekt. Ach, na komm, das ist einmal. Aua! Oh Gott, ich hab mich aufgepasst! Das ist so ein Learning by Doing Ding. Ja. Können wir sagen, Restart? Können wir sagen. Cool, machen wir das doch. Ja, wir haben gerade beide nicht unbedingt so probiert. Nee, ich bin auch gerade absolut. Er fängt direkt mit den Fäusten an. In der Nacht drüber schlafen und man ist so quasi im Schlaf, hat man es dann gemeistert. Weißt du, wie ich meine? Wenn man wir sollen jetzt für jede einzelne Folge einen Tag verstreichen lassen und schlafen. Aber kennst du das doch? Man versucht irgendwas in dem Spiel oder so, man schafft es auch einfach aufs Verrecken. Und wenn man dann ein paar Tage irgendwie vielleicht zwischenstartet und dann funktioniert es plötzlich beim ersten Mal. Aber so richtig easy. Ja. Wo man sich denkt, warum? Was war beim letzten Mal das Problem? Ja. Ja. Und genau das wird das hier sein. Nur, dass eine ganze Woche mindestens dazwischen liegen wird und. Und dann bis dahin habe ich vergessen, wie die menschliche Sprache funktioniert. Ja. Gibt's eigentlich Copyright-Claim für Handymusik? Nein. Das haben wir, glaube ich, schon mal. Mann, der geht mir auf den Sack hier mit seinen. Ja, Handy ist gut. Ich weiß, dass die 20 Minuten rum sind. So. 20 Minuten? Wir sind doch in einer überlangen Folge. Ja, aber wir haben ja am Anfang. Ich habe doch die erst irgendwie so 10 Minuten nach Anfang, nachdem wir aufgenommen haben. Ach so, ja gut, das kann natürlich nicht besser sein. So, nee, hier machen wir noch keinen Damage. Hier bringt es nichts zu schießen. Ach so, toll. Bin ich ja froh, dass ich jetzt meinen. Jetzt können wir. Hol mich! Also, jetzt, wenn die dann hier was machen, ab da können wir Damage machen. Okay. Okay, okay. Oh Gott, das ist schlimm. Die Bälle. Oh, ich habe nicht gesehen, dass du getötet hast. Alles gut. Ah, das ist aber. Solange du überlebst, wollte ich gerade sagen. Ja, aber leider ist der Drops gelutscht. Okay, gut. Das wär's dann mit der ersten Folge von Cuphead, würde ich sagen. Ja. Wir haben 2 Level geschafft. Ey, komm. Ey, was? Und ein Tutorial. Und, ja, okay. Und das Intro haben wir überstanden. Oh, das war das Beste. Gut, aber an der Stelle würde ich dann sagen, wir sind mit dieser Folge von Let's Play Cuphead. Was denn? Ja, ne? Cuphead. Ich war auch dabei, ich habe mich gefreut mit euch. Früher war das schlimmer. Ich erinnere mich. Du hast mich ja dazu gebracht, immer so ein bisschen langsamer zu werden. Und die sind so nach dem Motto. Ja. Egal, danke schön fürs Zusehen. Und an der Stelle heißt es wie eh und je. Tschüss, ihr Lieben. Tschüss, bis dann.